Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sam & Max. Episode. Episode 6 steht an. Und ich schätze mal, es dürfte jetzt auch die letzte Folge werden. Ich glaube, so viel ist das auch jetzt nicht mehr, was wir noch erledigen müssen. Die Besitzerkunde muss erstmal zu Sybil. Komm. Dass die dann was für ihr Kanada-Programm machen kann. So, meine Liebe, was hältst du denn davon? Du siehst aus, als wärst du in Kauflaune. Hättest du vielleicht Interesse an, sagen wir mal, den Vereinigten Staaten? Oh, wie wunderbar! Wir könnten sie in Nieder-Saskatchewan umbenennen. Was für ein perfekter, angenehmer Name. Ja, wie ihr meint. Also, was würdest du denn dafür ausgeben? Oh, so ein gewaltiges Land verdient natürlich auch einen gewaltigen Preis. Wir weigern uns nachdrücklich, es für weniger als 100 Trillionen Dollar zu erstehen. Fairness muss sein. Das werden wir auf keinen Fall annehmen. Das ist viel zu viel. Ich führe die Verhandlungen, Mr. President. Nun, wenn ihr darauf besteht, eure Hoheit? Wir zahlen bar, ist das okay? Wir wollten schon längst mal den neuen kanadischen 1-Trillionen-Dollar-Schein ausprobieren. Ist das hier auf dem Bild Céline Dion? Sie ist eines unserer Nationalheiligtümer. Sehr schön. Okay, wir haben gesehen, hier der Lincoln-Hut ist mittlerweile angekommen. Hi. Was ist Sache, Linky? Was macht die Verabredung? Alles klar gemacht? Oh, was für ein Glück, dass ihr beide da seid. Oh, hallo, Mr. Lincoln. Sie sehen ja heute besonders distinguiert aus. Was ist denn mit dem Karnickel los? Max läuft etwas neben den Gleisen in letzter Zeit. Wie auch immer, ihr müsst mir mit dieser Verabredung helfen. Was denn, Flitterwochen schon im Eimer? Wo liegt das Problem? Sie mag mich. Siehst du, Abraham, was man mit ein wenig Mut alles erreichen kann? Nein, ich meine, sie mag mich wirklich. Sie ist so lieb. Da krieg ich Gänsehaut. Ja, ist doch schön. Jetzt ein bisschen Bier trinken. Okay. Wenn wir jetzt Geld haben, können wir mal die Erfindung von Bosco kaufen. Von Boscos Mutter. Dann rennt ich wieder hier genug gerade Parkuhren. Sieht so eigentlich wieder mal schön aus hier an der Straße. Tag. Hallo, Boscos Mutti. Hallöchen, ich bin reiner Segen. Was denn nun? Ich dachte, du wärst Boscos Mutti. Oh ja, stimmt. Ich bin Boscos Mutter, reiner Segen. Die Sache mit der Identität ist schon wirklich kompliziert. Ja, auf jeden Fall. Wir wollen etwas kaufen. Sehr schön. Hier, bitte, Bosco. 100 Trillionen in völlig ungefälschten Banknoten. Ha, lass mich mal sehen. Hä? Céline Dion? In Ordnung! Sieht aus, als wär's okay! Hier habt ihr euren Erdbeber! Eine Fernbedienung? Bitte versteh mich jetzt nicht falsch. Ich mag Fernsehen, trotz der ganzen Programme, aber... Die steuert mein Satellitenabwehrsystem. Aber es funktioniert nur noch ein Knopf. Einfach drücken für ein Erdbeben. Ich gehe mal davon aus, das Gerät entspricht allen gültigen Sicherheitsvorschriften. Wer weiß. Ach ja, noch was. Damit das Ding funktioniert, müsst ihr in Reichweite des Satelliten sein. Gut, und wo hast du den geparkt? Aus irgendeinem Grund habe ich den gesegneten Menschen auf dem Mond misstraut. Darum habe ich ihn da oben gelassen. Wie dumm von mir. Verstehe. Also müssen wir das Ding auf dem Mond benutzen. Danke und lebe wohl, Bruder Bosco. Gut. Das klingt doch schon mal wunderbar. Dann ab nach oben zum Mond. Komm, mein lieber Max. Lass mir den mal erbeben.
Auf den Mond, kleiner Hebelmann. Ja gut. Was soll's? Hauptsache, sie sieht gut aus. Das ist auch schon direkt geändert. Na gut, war sie etwas schnell hier mit dem Einkaufen und Ändern. So, da haben wir den Satelliten. Dann mal los. Mal sehen, ob ich mit dem Ding hier Empfang kriege. Schäm dich, Sam. Wie leicht hätte jemand dabei verletzt werden können. Du fehlst mir wirklich, Kleiner. Max, das Faultier. Ich fürchte, ich brauche mal kurz deinen Schwanz, um meinen kleinen Kumpel hier frankensteinmäßig wieder zusammenzuflicken. Wenn du meinst. Sam, was machst du da? Glaub mir, das willst du nicht wissen. Ich hab plötzlich Lust, mich vor die Glotze zu hauen und mir Erdnüsse mit Seilstangen reinzuschieben, statt irgendwas Konstruktives zu tun. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr mich das freut. Das ist komisch. War ich weg, Sam? Sozusagen ja. Reiner Segen hat dich in Einzelteile zerlegt. Du warst also quasi überall. Reiner Segen? Inzwischen hasse ich diesen Kerl mit seinem falschen Lächeln und seinem gekünstelten Ach so fröhlich sein. Was hältst du davon, wenn wir den selbstgerechten Idioten teeren und federn? Schön, dass du wieder da bist, Kleiner. Zeit für eine Ladung guter, altmodischer Vergeltung. Und so ganz nebenbei retten wir dabei die Welt. Worauf warten wir noch? Sehr gut, dann los. Die Welt und den Mond und eventuell noch irgendwelche anderen Planeten. Man weiß ja nie. So, auf geht's. Wieder ab zum Aufzug. Schnell, Kleiner, schnapp ihn dir! Hallöchen, ich bin Reiner Segen! Hör mit Hallöchen auf! Oh, oh. Du kleiner Idiot! Du hast meinen Hypnostrahl ruiniert! Ich hätte dich schon längst umbringen sollen, aber ich bin einfach zu gutmütig. So, anderes Thema. Stirb, Häschen! Falsche Antwort. Was zum... Hallöchen, wir sind Reiner Segen. Wir sind eine Kolonie intelligenter Bakterien, die durch den Weltraum reist. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, diesen Satz heute zu hören. Kugeln können uns nichts anhaben. Wir brauchen nur eins, Nahrung. Ihr müsst wissen, wir ernähren uns von den Endorphinen. Die Menschen produzieren die reinen Segen. Euch ist es also egal, ob die Menschen glücklich sind. Ihr wollt nur fressen, bis ihr platzt. Stimmt. Hey, das kann ich nachvollziehen. Aber du willst, dass wir verhungern. Und deshalb wirst du sterben. In der fantastischsten Zaubershow aller Zeiten. Hey, ich muss gut aussehen für die Kameras. Welche Kameras? Pack deine Koffer, Sam. Du hast deine Traumreise gewonnen in dein ganz persönliches All-Inclusive-Grab. Und du darfst zusehen, wie er stirbt. Lass die Magie beginnen. Hochverehrtes Publikum, für meinen ersten Trick bitte ich um Applaus für das Regenbogenrad des Todes. Ja, ja. Hey. Auch bekannt als Emetik, das Fahrgeschäft zum Buch. Ich muss kotzen. Genau. Jetzt ein paar Wurfmesser. Nein, besser Wurfäxte. Hey. Tut mir leid, es hat mich mitgerissen. Ich habe eine bessere Idee. Ich foltere ihn so lange gnadenlos, bis er mich anfleht, ihn mit seiner eigenen Knarre zu erschießen. Okay, dann schauen wir doch mal. Ach, hier haben wir noch einen magischen Talisman. Na dann. Damit. Ich wette, Olli Kahn hat nie einen gefangen, während er auf einem Todesort ist. Das kann natürlich gut sein, ja. Böse Kicher. Was?
So tauschen Zauberer den Platz mit anderen. Durch Magie. Im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte das nicht rumliegen lassen sollen. Toll gemacht, Sam. Du hast es geschafft. Danke, kleiner Freund. Ehrlich gesagt hatte ich es mir etwas schwieriger vorgestellt. Irgendwie enttäuschend jetzt so. Entschuldigt mal bitte. Ich glaube, du hast etwas vergessen. Hast du was vergessen? Ich? Keine Ahnung. Oder auch nicht. Meine magische Achterkugel hat mir noch geraten, heute meine antibakterielle Seife einzustecken. Warum habe ich nicht auf die gehört? Nächster Programmpunkt, der Zaubertrick Nummer 1 auf jeder Prismatologie-Folterfete. Wir teilen den Segen! Oh nein, nicht das! Keine Sorge, das tut überhaupt nicht weh. Zumindest bis die Säge dich berührt. Dann allerdings stirbst du. Grausam. Das gefällt mir. Ah. Okay, dann verziehen wir uns aber mal wieder. Okay. Tausch so viel du willst. Das macht das Publikum rasend. Zersäg uns, Sam. Trau dich. Vielleicht tue ich es wirklich. Nervendes 3D-Bild. Schamül. Ja, komm, warum nicht? Nimm das. Zerg ihm die Eingeweide raus. Ja! Oh nein, das tut so weh. Autschi, autschi. Idiot, man kann keine Bakterien zersägen. Macht trotzdem Spaß, dabei zuzugucken. Für meinen nächsten Trick präsentiere ich euch die Fahrkarte ins Jenseits. Die Mondlandefähre? Das ist die Fahrkarte ins Jenseits. Hör mir doch zu. Genieße deinen Urlaub im Weltall, bis du stirbst. Ja! Sam! Bye-bye. Tschüss. Tschüsschen. Eins muss man dem Kerl ja lassen. Er macht eine erstklassige Show. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann wieder raus hier. Das macht Spaß. Schon gut, Leute. Alles in Ordnung mit mir. Wow, wie doof. Das habe ich gehört. Stell dir mal vor, eine Falle so tödlich, dass sie dich umbringt. Das hier ist tödlich. Es ist das läuternde Bad der Vernichtung. Könnten wir diesen Teil vielleicht überspringen? Ich habe so eine Abneigung gegen das Ertrinken. Kurz nachdenken. Nein! Bitte ertrink nicht, Sam! Danke, Kleiner. Das ist nämlich so eine langweilige Todesart. Versuch lieber, dich in zwei Hälften zersägen zu lassen. Wie gesagt, danke, Kleiner. Okay, dann können wir auch hier nochmal kurz raus. Wasser? Ach du meine Güte, was mache ich da nur? Oh, sorry. Bakterien können ja gar nicht ertrinken. Na, Schnauzebakterie. So, können wir das irgendwie abspülen? Magischer Müll. Ich kann den Atem nur 9 Minuten lang anhalten. Gut. Und jetzt? Aufgrund der anhaltenden Nachfrage wieder im Programm. Das Regenbogenrad des Todes. Oh, nicht schon wieder. So, da kommen wir auch wieder relativ leicht raus. Zack. Oh nein, Mami, ich will hier runter. Nein. Nächster Programmpunkt. Das wird nie langweilig. Wir teilen den Segen. So, dann haben wir jetzt allerdings die
Mondlandevieren in hier stehen. Und Sam, trau dich. Was genau machst du da? Nur mal ausprobieren, was diese Säge so wegsägt. Du hirnrissiger Weichlöter. Ich steck dir diese Säge gleich in deinen... Hallo, wir sind im Familienprogramm hier. Ich werde doch nicht anfangen zu fluchen. Ich werde ihn einfach auf andere Weise umbringen. Ja, liebe Kinder, es ist unser allerliebster Planschspaß. Das läuternde Bad der Vernichtung. Alles klar, das kriegen wir auch noch mal hin. So, und glücklicherweise liegt das jetzt doch relativ gut da. Hey, reiner Segen, teile mal das hier. Autsch. Hast terrorisiert. Komm runter, Max, du hast den ersten Preis gewonnen. Einmal anstoßen mit dem Oberschurken. Hallöchen, reiner Segen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich bin ja wirklich mal gespannt, was du von diesem Faller-Souvenir behalten willst. Und bei meinem nächsten Besuch auf dem Katzenklo gründe ich den Kult der Ausgeschiedenen. Das erinnert mich daran, dass wir Stuli noch einen überwarten müssen. Und jedem anderen Erdenbewohner auch. Oh ja! Hey, hast du meinen Boxhandschuh irgendwo gesehen? Ich kann ihn nicht finden. Den hier? Oh. Den habe ich als Überraschung verwahrt. Du bist der beste Freund, den ich je hatte, Sam. Und du meiner, Kleiner. Gut, dann lass uns die Welt retten gehen. Alles klar, das wäre es natürlich mit der ersten Staffel gewesen. Stick a fork in. Open wide, everyone is Max and Son, full of colorful guts and habits, cryptic world of cryptic rabbits, underutilized impulse control, rabbit rampant junk food, black hole, loopy craving. Rigmarole, feel his giant feet right in your soul. Mania, sloth, reverence, excess, gluttony, revelry, violence, and selfishness. Flags of pure, unfettered, it brashly unfurled. It's a Max, 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 Max world. Do-ba-ba. Wann kriegen wir endlich einen neuen Fall, Sam? Bestimmt lechzen die Ganoven schon nach unserer Verbrechensbekämpfung mit ihrer ganz persönlichen esoterischen Note. Everyone's a sandwich of naivety and cynicism. Everyone's a salad of disinterested fantasism. Everyone's a walking beaker of potential cataclysm. No, 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 no. Everyone can find it for a mental pleasantism. Stick a spork in deep inside. Everyone is maxified by hypnosis. For by nature, what's the difference? Just nomenclature. Shake your friend's adorable paws. Careful, love is powerful. Biting jaws. We're a mix of cop and felon. Wearing heads like ripened watermelons. Mania sloth. Irreverence, excess, gluttony, revelry, violence and selfishness. Das ist alles? Wo ist das Essen? Hier gibt es doch wohl irgendwo ein Buffet. It's a Max, 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 Max world.
Ich bin ein laufendes Projekt, sowas wie ein goldenes Kalb oder ein gemeißeltes Bild. Ich werde erst ruhen, wenn mir die Leute ihre Erstgeborenen opfern. Außerdem würde ich gerne mal Regie führen. Ah, au! Reality is tenuously tied up like a sagging wall. Morality in motion like a squirmy burlap bag of dwarfs. Formality's impossible when all of us are lagomorphs. Lagomorph, oh, lagomorph, oh, what the hell's a lagomorph? It's kind of like a rodent, but for minor technicalities. And so are you and I and every major nationality. We're garrulously social and antisocial personalities. Our conscience is a curiously useless abnormality. A useless abnormality, a useless abnormality. A growth of sorts, a growth of sorts, of course, of course, are lagomorphs. Unmitigated, unreserved, unquestionable excess. Larkiness, sharkiness, snarkiness, and selfishness. Flags of pure, unfettered, it brashly unfurled. It's a max, 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 max world. Ich will eine Landkarte der Po-Ebene auf meiner Po-Ebene. Na, das hat sich doch gelohnt. Ja, also, wie schon gesagt, ich fand es halt echt cool. Meiner Meinung nach haben sie halt auch den Humor vom Original, also vom ersten Teil, ganz gut hingekriegt hier von Telltale. Und war echt angenehm und schön zu spielen. Die Rätsel waren meist relativ logisch und einigermaßen einfach zu lösen. Einige hatte ich auch noch im Kopf, von daher ging es auch angenehm gut durch hier. Ja, auch das Episodenformat war auch ganz angenehm zu machen. War halt immer so eine bis anderthalb Stunden pro Episode. Das läuft dann tatsächlich ganz gut soweit, habe ich mal festgestellt. So, dann schauen wir doch mal nächste Woche, morgen. Ist das schon nächste Woche? Ich weiß es auch nicht, wann die Folge hier rauskommt. Morgen machen wir dann mit der Episode oder mit der zweiten Staffel weiter. Und schauen mal, wie das läuft. Da muss ich auch mal noch gucken, weil die werde ich mir dann halt auf Steam noch holen oder muss ich mir dann auf Steam holen. Ob da irgendwie eine deutsche Tonspur dabei ist, ob man die irgendwie nachträglich noch reinfügen kann und so. Wie gesagt, das hatte ich auf CD noch oder auf DVD noch rumfliegen und dann Episode 3 auf Steam und Episode 2 werde ich mir dann auch entsprechend noch auf Steam holen, dass ich da jetzt auch relativ schnell rankomme. Von daher schauen wir doch mal, ob das dann noch auf Deutsch oder tatsächlich dann Staffel 2 und 3 dann auf Englisch sein werden. Ich bin mal gespannt. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann morgen dann wieder mit dabei, wenn es weitergeht mit der zweiten Staffel. Und bis dahin, macht's gut. Danke fürs Anschauen und ciao, ciao. Euer Peacemaker.